Pandora ist gewalttätig und gefährlich. Sanctuary ist kaum besser. Du brauchst einen Wagen, um das Stadttor zu erreichen. Geh zum Catch a Ride. Wird digital ein Fahrzeug für dich generieren. Probier es aus. Wow! Nicht autorisierter User auf meinem Kühlergrill! Versuchst du mein Catch a Ride zu hacken? Uncool, Bruder. Uncool. Verflucht. Sorry. Verflixt. Ein Mann namens Scooter kontrolliert diese Catch a Ride-Automaten. Er hat vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig, aber mit Autos kennt er sich aus. Er hat diese Station gesperrt, damit Banditen sie nicht benutzen können. Aber ich registriere einen inaktiven Hyperion-Bot im Camp der Bloodshots. Wenn du seinen Interface-Adapter an das Catch-a-Ride anschließen kannst, hacke ich die Station und besorge dir ein Gefährt. Also, damit das klar ist. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Denk daran. Immer geöffnet! Den Adapter an das Catch a Ride an, dann besorge ich dir ein Gratisfahrzeug. Oh.
Zeitverschiebung wird ausgeführt. Verriegelung widerrufen. Warte kurz, ich hacke das Catcher-Ride. Autorisierter User akzeptiert. Gute Fahrt. Es liegt ein Pimento-Taco, ein Pimentaco im Handschuhfach. Cool. Fordere noch ein Fahrzeug an. Station ein Fahrzeug besorgen können. Jetzt nimm dir eins und spring über die Schlucht. Sehr gut. Jetzt auf nach Sanctuary. Finde Roland. Er will den Kammerjäger kennenlernen, der Handsome Jack die Stirn geboten und überlebt hat. Niemals nach Sanctuary rein, ihr Skecklecker! Oh, Moment. Ein Kammerjäger? Augenblick! Roland will mit dir reden. Ich werde ihn per Echo rufen. Ah, du bist also derjenige, von dem man so viel im Äther hört. Ich bin Roland. Früher war ich ein Kammerjäger wie du, bis ich die Crimson Raiders gründete. Wir plaudern weiter, wenn ich wieder in Sanctuary bin, aber jetzt brauche ich deine Hilfe.
Meine Männer erzählen mir, dass Corporal Reese nicht mit dem Energiekern, den wir brauchen, um die Schilde der Stadt aufrechtzuerhalten, zurückgekehrt ist. Bring Reese nach Sanctuary. Dann bist du einer der Raiders. Roland hat dich kontaktiert? Gut. Hör auf das, was er sagt. Er kann uns helfen, Jack zu besiegen. Leute, hier spricht Handsome Jack. Ich wollte euch sagen, dass ihr euch wegen dieser Erdbeben nicht die hübschen Köpfchen zerbrechen braucht. Mit jeder Erschütterung kommt meine Bohrer der Kammer näher und das heißt Freiheit, Ordnung und Sicherheit für uns alle. Außer für euch Arschgesichter in Sanctuary. Dass ich so viel Action wert bin. Einer dieser Psychos ist mit dem Energiekern abgehauen. Ohne ihn ist Sanctuary wehrlos. Bring den Energiekern aus Sanctuary. Ich werde erst einmal pennen. Reese ist tot? Er war einer der ersten, die ich für die Raiders rekrutierte. Hol mir den Energiekern. Und wenn du schon dabei bist, gib noch ein paar Banditen um für Reese. Du hast so gewollt. Vorsicht, hast du einen Gebetsweg-Punkt. Manchmal kann dein Ego-Gerät nicht die exakte Position von etwas finden, das du suchst. Durchsuch das Gebiet, das mit dem großen grünen Kreis auf deiner Minikarte markiert ist. Dein Ziel befindet sich irgendwo in diesem Gebiet. Mm.
Herausforderung war das. Jetzt mal hier mit! Zumindest heute nicht zerstören. Geht zurück zur Stadt. Wir treffen uns dort. Willkommen bei den Crimson Raid. Ich werde angegriffen. Ich werde... Botschaft an Sanctuary, der letzten Person des Widerstands. Pandora, wie ihr es kanntet, das Chaos, die Banditen, gibt es nicht mehr. Wenn ihr es zulasst, wird dies eine Ära der Ordnung sein, des Friedens. Ergebt euch einfach und ich verspreche euch, euer Tod wird schnell sein.
Hat dir meine Rede gefallen? Im letzten Teil habe ich übrigens gelogen. Ich werde viel Zeit damit verbringen, euch Banditenabschaum zu Tode zu quälen. Und ich werde jede Sekunde genießen, denn ich sollte nicht zu viel erwarten. Ich habe ein kleines Geheimnis, das... Eine Herausforderung. Das wird mich nicht verwirren. Ciao. Roland, bist du das? Ach, der Kammerjäger. Komm rein, schnell. Rolands Echo-Kommunikator ist drin. Wir brauchen deine Hilfe.